Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren VIP-Auftrag. Und zwar haben wir heute schon das, sozusagen schauen wir sich heute das erste kleine Zwischenfinale, nenne ich das Ganze mal, an. Und zwar, wenn wir hier auf VIP-Auftrag gehen, haben wir hier jetzt Nightlife League, wie ja das Ganze hier eben auch hier schon heißt, Nightlife League. Der Nachtclub und der Yachthafen, den habe ich ja schon hergezeigt, wie man den am leichtesten machen kann am schnellsten. Und jetzt zeige ich hier dieses kleine Finale hier im Nightlife League, wie man das am schnellsten und einfachsten, ja, ein paar Tipps und Tricks zeige ich euch einfach. Gibt jetzt nicht so viel zum Beachten, aber einen kleinen Laufweg gibt es. Ich habe nämlich bei den ersten zweimal habe ich wirklich einen Umweg gemacht. Und dass ihr diesen Umweg euch ersparen könnt, zeige ich euch das Ganze jetzt einmal und starten gleich hier mal rein. Das Ganze kann man jetzt eben hier zu viert spielen. Ich nutze das hier immer, dass ich meine ganze Munition wieder kaufe, was ich alles schon verballert habe. Wir können hier nochmal schwere Panzerung machen. Es ist immer gut, wenn wir genug Panzerwesten dabei haben. Gerade bei dieser Mission ist es wirklich ratsam genug. Man kann entweder genug zum Essen dabei haben oder genug Panzerung. Ich bin immer der Fan, dass man genug Panzerung dabei hat. Und das ist jetzt hier eben wieder die Solo-Variante. Also ich zeige ja alle Vorbereitungsmissionen, alle Finales, zeige ich ja alles her vom VIP-Auftrag mit Tipps und Tricks. Also drum, wer da nichts verpassen will, gern abonnieren oder Daumen nach oben, wenn ihr die Reihe cool findet. Dieses Auto ist jetzt immer hier direkt da und das können wir auch gleich hernehmen. Ich nehme das auch gleich her, weil der Nachtclub ist von meiner Agentur wirklich nur einen Katzensprung entfernt. Wir gehen hier wieder dran an die Agentur, die uns angerufen hat. Und jetzt fahren wir hier einfach zum Nachtclub. Wir können hier jetzt keinen Helikopter auswählen. Wir müssen ein Fahrzeug hernehmen. Man könnte natürlich, wenn man jetzt die Agentur ein bisschen weiter weg hat, könnte man sich jetzt noch einen theoretischen Supersportwagen nehmen. Aber ich finde, dieses Auto fährt eigentlich schnell genug. Das kann man sich eigentlich sparen. Da kann man wirklich dieses Auto hernehmen, was hier an Franklin, müsste an Franklin eigentlich gehören, meines Wissens nach. Und der hat uns das halt jetzt hier zur Verfügung gestellt, denn meins ist es nicht. Und jetzt laufen wir hier einfach direkt zum Aufzug. Und dann zeige ich euch direkt gleich mal, wo wir hingehen müssen, ohne Umweg, ohne alles, direkter Weg. So, oben angekommen, gehen wir jetzt gleich hier links, denn rechts ist dann nämlich gesperrt. Normalerweise ist ja rechts nicht gesperrt, aber hier in dieser Mission ist es halt gesperrt. Jetzt gehen wir hier wieder links. Gut, jetzt gibt es ja keinen anderen Weg. Jetzt kommen wir auch nicht mehr aus. Und dann vorne gehen wir jetzt hier nochmal links. Ja, irgendwie selbsterklärend. Und hier haben wir dann schon die gelbe Markierung und da gehen wir dann einfach direkt rein. Drinnen angekommen, laufen wir hier einfach geradeaus, beziehungsweise laufen können wir nicht, wir können nur gehen. Ja. Also ich bin kein Fan von der Ego-Perspektive, man kann ja ein bisschen schneller in der Ego-Perspektive gehen, aber mir gefällt das eigentlich nicht. Ich habe zwar früher, jahrelang habe ich Call of Duty gespielt, mein Lieblings-Call of Duty, nur so am Rande, war Call of Duty Modern Warfare 2, das fand ich einfach legendär, fand ich wirklich cool, habe ich sehr, 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 sehr viel gespielt. Aber hier in GTA gefällt mir die Ego-Perspektive irgendwie nicht so. Da finde ich eigentlich schon so irgendwie angenehm. Und wir müssen jetzt eben hier zum DJ gehen. Der steht immer hier, das immer kommen wir gleich. Dann drücken wir einfach hier einmal die rechte Pfeiltaste und dann schnappen wir uns den Laptop, beziehungsweise auch nicht, weil wir das irgendwie halt vermasselt haben. Jetzt laufen wir hinterher, aber die Türe hat da irgendwie halt verklemmt, zugesperrt, was auch immer. Und jetzt müssen wir hier einfach uns ein bisschen den Weg hier freischießen. Ist jetzt aber auch nicht so anspruchsvoll. Man hat zwei Teamleben, also man kann ruhig zweimal sterben. Von dem her, das ist nicht so tragisch. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so schwer. Ich gehe hier entlang. Man kann auch umgekehrt gehen. Also das ist jetzt mal... Aha, den können wir jetzt noch gar nicht abschießen. Auch interessant. Aha. Was ist los? Was war das denn für ein Fail? Was war das denn für ein Fail gerade? Naja, auf jeden Fall so. Jetzt laufen wir hier. Check, 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 check. Also wir müssen auch gar nicht jeden. Also hier kommt jetzt noch einer. Den müssen wir auch noch ausschalten. Aber wir müssen jetzt gar nicht jeden ausschalten. Also sobald der Weg frei ist, können wir auch einfach laufen. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass wir jetzt jeden killen. Ist ja auch irgendwie... Sag ich mal, fürs Karma ganz gut, wenn wir nicht so viele Leute töten, oder? So, bevor ich jetzt hier ums Eck gehe, ziehe ich mir nochmal kurz eine Panzerung an. Also wir müssen auf jeden Fall den gleichen Weg wieder zurücklaufen. Also wir kommen so raus und dann eben wieder links laufen wir. Wir können uns hier anlehnen. Muss nicht sein. Wir können es machen. Chuck, wo ist der Kandidat? So, jetzt kommt er auch raus. Dann laufen wir weiter und schießen wir den noch. Hier ist auch noch irgendwo einer. Und da vorne ums Eck war auch noch einer. Den machen wir auch gleich noch kalt. Hier bis in die Arme schießen. Haben eigentlich hier noch recht viel Leben.
Können hier wieder ums Eck schauen. Haben wir den ersten gekillt. Hier kommt auch noch einer. Jetzt haben wir noch zwei, drei Gegner. Haben wir noch. Hier ist noch einer. Muss ich nachladen? Nee, also das ist der Typ, der flieht. Den können wir aber nicht, ja, den können wir nicht erschießen. Leider. Hier ist auch noch einer. Und jetzt kommt dann hier gleich noch einer ums Eck. Also drum, ich laufe jetzt hier zum Aufzug. Drück ihn aber noch nicht. Ich visiere hier an, denn hier kommt jetzt gleich immer einer ums Eck. Und dann macht ihr auch keine Probleme. Wenn man genug Leben oder Panzerung hat, kann man auch ja, sich diese Zeit sparen und gleich drücken und auf den Aufzug warten. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann wartet man, bis der quasi ums Eck kommt und man schießt den. Weil der kommt immer und dann geht man erst in den Aufzug rein. Und jetzt zeige ich euch eben den kürzeren Weg. Ich bin es nämlich immer, ja, die ersten zwei, drei Mal bin ich dann immer hier entlang gelaufen, weil halt der gelbe Punkt auch irgendwie da hinten war. Das habe ich dann irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht so ganz gecheckt. War mir irgendwie, keine Ahnung, war ich ein bisschen verpeilt. Wir gehen auf jeden Fall hier die Treppen direkt runter. Ich ziehe jetzt aber hier trotzdem nochmal kurz Schutzweste an, also Panzerung ziehe ich an. Und das ist definitiv viel der leichtere Weg. Jetzt sind wir hier unten. Hier können wir jetzt schön alle ausknipsen. Geht eigentlich auch relativ leicht. Da oben ist auch einer, hier steht auch immer einer. Wie gesagt, wenn wir einmal sterben, ist nicht so schlimm. Dann laufen wir jetzt einfach einmal hier hin. Chuck, wir könnten jetzt hier natürlich nochmal Schutzweste nehmen, aber ich glaube, können wir sich eigentlich sparen. Die treffen uns ja eigentlich eh nicht so gut, wenn wir uns hier ein bisschen ja, gedeckt halten. Dann laufen wir quasi hier wieder hoch in Aufzug rein und das war auch schon der ganze Spuk. Jetzt müssen wir noch zum Auto zurückgehen. Also wir können hier jetzt irgendein Auto hernehmen. Ich finde es aber fast sinnvoller, also selbst wenn hier ein Auto stehen würde, was ja näher ist, würde ich trotzdem das nehmen, weil das müssen wir nicht aufbrechen. Das Aufbrechen kostet auch ein bisschen Zeit und falls man ja ein bisschen Probleme hat mit dem Autofahren oder was auch immer, das hat schusssichere Reifen, alles drum und dran. Dieses Fahrzeug ist auch gepanzert und es kommen jetzt eben nochmal Gegner und somit ist man einfach auf der sicheren Seite und es ist ja auch nicht langsam. Aber hier sind jetzt nochmal Gegner, die kann man einfach ignorieren, da fahren wir einfach vorbei. Aber es könnte rein theoretisch halt sein, wenn man sich ein anderes Auto nimmt von der Garage, dass man jetzt einen Platten hätte, weil ein, zwei Schüsse haben sie aufs Auto abgegeben und ja, dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Und wie gesagt, wir müssen das Auto nicht aufbrechen, somit ist es von der Zeit her eigentlich eh gleich schnell. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Finale, also mit dem Zwischenfinale, sage ich jetzt mal, wir müssen jetzt nur hier in die gelbe Markierung reingehen. Und ja, das war's dann. Steht auch hier, Mission bestanden. Bekommen wieder ein bisschen Geld hier, 7000 bekommen wir wieder. Also wir bekommen hier jetzt nicht nur, wie es jetzt bei Cal Perico ist, beim Finale Geld, sondern wir bekommen für jede Mission nochmal so ein bisschen, sag ich mal, ja, bisschen Taschengeld obendrauf. Und jetzt steht auch mein persönliches Fahrzeug schon wieder vor der Türe, weil man das eben nicht hernehmen konnte für das Finale. Aber jetzt ist es wieder da und kann ich dann eben für die nächste Mission gleich wieder hernehmen. Aber die nächste Mission zeige ich euch dann im nächsten Video. Also wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr das Video hilfreich findet, wenn ihr die ganze Reihe hilfreich findet, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt mir einen netten Kommentar, würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten VIP-Auftrag. Was vergessen, muss ich nochmal einen Spruch sagen. Haut rein, euer Duzi und ciao.